ob da noch alle Räder dran sind. Und Coulthard hat Pech. Im Verkehr. Ja, hat Pech gehabt. Trotzdem wird es eine Bestzeit, aber das hat natürlich auch Zehntel gekostet. Salos Beste ist Geschichte. 17,9 im ersten Versuch für David Coulthard. Die ist das schon sehr gut. Ja, und das heißt auch, dass die Strecke somit in einem guten Zustand ist. Und Sie sehen es selbst, es gibt an einigen Stellen der Strecke jetzt keine Sonne mehr. Was eben zu guten Rundenzeiten verhilft. Rückstand für Hill. Und hier rollt Fisichella